Es ist klar, dass Magnelis eine Erfolgsgeschichte ist für ArcelorMittal Bremen. In einem Zeitraum von nur 7 Jahren hat dieses Produkt sich entwickelt bis auf ein Niveau von 230.000 Tonnen in 2018. Das ist 40% von aller Produktionsmengen auf Bregal 2. Und die Geschichte entwickelt sich noch weiter, da Magnelis mehr und mehr das bevorzugte Produkt der Solarindustrie wird. In 2019 also erwarten wir ein Produktionsniveau von über 250.000 Tonnen mit einer kontinuierlich verbessernde Produktqualität. Diese Entwicklung von neuen komplexen Produkten ist ganz wichtig für Bremen, da sie uns eine viel bessere Gewinnmarge bringen. Um ein Produkt wie Magnelis einzuführen, beziehungsweise generell ein Verzinkungsprodukt, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, welche Eigenschaften hat das Produkt, muss ich technische Änderungen an der Anlage vornehmen. Im Fall von Magnelis mussten wir zum Beispiel einen zweiten Zinkpot an die Anlage bringen, wir mussten Modifikationen an der Düse vornehmen. Das heißt, wenn man Vorlauf hat, dann sind das 1 bis 1,5 Jahre auf jeden Fall, die man braucht, um diese Projekte im Vorfeld erstmal umzusetzen. Und wenn man dann das Produkt letztendlich an der Linie hat, dann geht der Spaß natürlich erst richtig los. Dann geht es darum, den Prozess selber auf das Produkt einzustellen. Das heißt, man muss erstmal mit den neuen technischen Änderungen lernen, umzugehen und auch die Eigenheiten des Produktes natürlich kennenlernen. Und im Falle von Magnelis hat das fürs Grobe, sage ich mal, circa 2 Jahre gedauert und dann für die Feineinstellungen nochmal 2 Jahre obendrauf. Und mittlerweile sind wir aber so weit, dass wir sagen, wir können Magnelis ohne Probleme produzieren. Jeder weiß, was er wann zu tun hat. Wir kennen alle kleinen Eigenheiten und Tricks von Magnelis und können damit arbeiten. Aber es ist schon ein recht langer Weg. Von Magnelis sind natürlich die Legierungselemente Aluminium und Magnesium besonders entscheidend für den Kunden. Das heißt dann speziell, dass wir besondere Korrosionsschutzeigenschaften haben. Wir haben hier einen Schnittkantenkorrosionsschutz. Das heißt, es ist besonders ein Vorteil im Vergleich zum Beispiel zu der Stückverzinkung. Wir können hohe Zinkauflagen bei Magnelis aufbringen und das ist dann insbesondere bei Anwendungen im Solarbereich oder im Agrarbereich besonders wichtig, weil man die Korrosion im Boden hat zum Beispiel oder bei Solarparks auch Abrasionsschutz in der Wüste. Und da ist Magnelis schon das Produkt der Wahl, weil man einfach noch einen besseren Schutz hat als beim normalen GI-Standardverzinken. Ich bin Prozessfahrer, das heißt, ich überwache Qualität. Und in dem speziellen Fall mit der Neueinführung von Magnelis haben wir natürlich neue Fehler gehabt, die wir in Kombination mit unseren Inspekteuren dann halt versucht haben abzustellen und zu erkennen, woher die halt kommen. Und das war halt für uns alle sehr neu und man steht halt mit großen Fragezeichen erstmal davor, wie man das macht. Und es war schon sehr spannend, das neu rauszufinden. Wir durften damals ja nach Frankreich fahren, von jeder Schicht durften 2 Leute mit, da war ich auch bei und durften uns das schon mal in Frankreich angucken. Und das ist sehr spannend zu sehen, wie man dieses neue Produkt, was man da kennengelernt hat, dann auch hier in Bremen eingeführt hat und dass wir das hier dann halt sehen, wie wir das jetzt hier verarbeiten können und wie gut das halt hier klappt, auch im Vergleich zu unseren französischen Kollegen. Ja, es ist klar, da wir das entwickelt haben in einem Zeitraum von nur 7 Jahren, von null, können die Mitarbeiter, und dann meine ich alle Mitarbeiter, so Produktion und Produktentwicklung, können ganz stolz sein auf ihre Arbeit in diesem.